Meine liebe Nicole, du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren, aber erinnere ich dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einem Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor dem Drachen zu verneigen hat. Es fängt schon gut an. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Und das Spiel geht direkt schon los. Ich habe die Facecam noch nicht eingeblendet, weil ich dachte, vielleicht kommt am Anfang eine Cutscene oder ähnliches. Ich dränge mich hier auf wahrscheinlich der Beerdigung unserer Mutter nach vorne. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast, in einem Zimmer, das dir fremd war und als du Dungeon Forbes 1985 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast, in deinem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Dungeon war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Kann ich mal aus dem Weg gehen? Ich bin ja wohl die Wichtigste hier. Neben die im Grab liegt. Eventuell. Die ist vielleicht noch wichtiger. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Okay. Aber ich habe den Zorn benutzt. Benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit für ein und alle Mal löst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins. Aus Helena? Helena ist ein Ort, das ist so ein cooler Name für einen Ort. Ich dachte immer nur, das wäre nur ein Vorname, aber scheinbar auch ein Ort. Mr. Jenkins damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte, bei der Geburt meiner Enkel, aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Keine Angst, Leute, ich mache die Facecam gleich an. Ich weiß, ihr wollt alle mein wunderschönes Gesicht sehen, aber wartet noch kurz, bis das Intro hier abgeschlossen ist und das Spiel wirklich losgeht. Ja, eine kleine Schweigeminute für dann wahrscheinlich unseren Vater, der hier jetzt beerdigt wurde, oder? Weil es hieß ja, wenn dein Vater stirbt, wirst du den Brief bekommen und da werde ich schon lange tot sein. Das ist die Frage, welches Jahr wir jetzt haben. Hui.
Helena National Park, Montana, USA. USA, I'm a native speaker, you know? The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. Ja, the bad sieh's. Turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Perfect. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? So wie ich mein Glück kenne, wahrscheinlich schon. Das hier, ist das ein Schmetterling oder sind das zwei Lungenflügel? Ja, ich weiß nicht so genau. Oh, ein Ladebildschirm. Hello from Montana. 1962. Oh, ist das das Hotel? Ist das das Hotel da unten auf dem Foto? So ein Hotel haben ist, glaube ich, auch schon cool. Also, wenn das viel Geld bringt. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht so cool. Ich glaube, es geht los. Dieser Geruch, das ist alles, woran ich mich in der Nacht, als wir fortgingen, noch erinnern kann. Hi, da bin ich. Was geht ab, Party People? Mein Auto, mit dem sind wir wohl gerade hier reingekommen. Ja, schön. Willkommen. Willkommen zu The Suicide of Rachel Forster, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt den Namen irgendwie durcheinander werfe. Das müsste der Name sein, ne? Garagentor. Oh Gott, von außen kommt schon ein ganz schöner Wind. Wir können hier, glaube ich, auch nichts machen. Steuerung muss ich mich erst mit vertraut machen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Können wir rennen? Können wir. Moms Auto. Süß. Ich wüsste gerne irgendwie mal kurz, welches Jahr wir haben. Ein geiles Motorrad. Lennarts Motorrad. Locker Room. Seit 1920. Timberline, Helena, Montana. Hm. Alright. Was haben wir hier im Werkzeugkoffer? Kann ich damit irgendwas machen? Ah ja, ich kann ihn angucken. Wunderbar. Aber ich kann ihn ansehen. Okay. Kann ich auch irgendwas anderes damit machen? Keine Ahnung. Die Steuerung wurde mir noch nicht erklärt. Die Tür ist offen. Das ist sus. Offene Türen sind immer sus. Ich gehe erstmal hier gucken. Der Lockers Room. Da kommen wir nicht rein. Oder? Nee. Locker Room Safety Rules. Food Gum. Okay, alles klar. Safety Rules, die wissen wir. Uns gehört das Ding hier ja. Die Tür hier ist offen. Das gefällt mir nicht. Eine offene Tür. Machen wir die erstmal direkt zu. Können wir hier irgendwas machen? Licht vielleicht? Nee. The attorneys had to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Okay, der Anwalt, ist der hier? Vielleicht was anmachen? Nein. Warum klingelt hier ein Telefon? Und warum ist die Tür auch offen? Der Anwalt hat ja alle Türen aufgelassen, oder was? Bimmelt's? Hä? Ich würde mich gerne erst hier umgucken, aber ich muss kurz ans Telefon gehen, ne? Hier. Hey! Will mich verarschen? Ich kann zoomen. Das war auf dem Anrufbeantworter. Hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Zahlungsunfähig, so dass uns sogar das Telefon abgestellt wird. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney.
The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. Very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Würde ich auch nicht machen. Anyway, it's up to no you front. Now. Get to it. I'll bring you a burger. Mein Erbe. Gut, das Mädchen hat sich umgebracht wegen meinem Vater, aber da kann ich ja nichts für. Glaube ich zumindest jetzt erstmal. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, alright? Ja, also ich soll wegrennen. Das ist also die Karte. Und wir haben verschiedene Etagen. Vier Etagen? Ja. Okay. Ich möchte... Escape? Nein. Was muss... Achso, ich musste Maus klicken. Was ich komisch finde, ist, dass der Boden direkt hier vorm Fenster ist. Ich dachte, wir sind im ersten Stock oder so, aber wir sind so, boah, das ist irgendwie unangenehm. Wenn ich überlege, dass da so jemand stehen könnte, wisst ihr, wie ich meine? Direkt. Irgendwie fände ich nicht so geil, wenn das mein Büro wäre. Dad's Office. Achso. Ja, Licht. Das Licht brennt ja auch einfach überall, ne? Also ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich habe ein ungutes Gefühl, weil das Licht und die Türen ist irgendwie verdächtig. Der Anwalt, der kommt ja noch. Wisst ihr, wie ich meine? Ich gehe jetzt erst nochmal zurück zum Anfang. Boah, vor allem die Tür muss ich instant erstmal zumachen. Das geht gar nicht. Ich lasse die Türen hier nicht auf. So, Kletterausrüstung. Ja, die Zoom-Funktion funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Muss ich nah rangehen. Ah, okay. So, Snow Goggles, Compass, Knife. The most essential tools for surviving in the mountains. 1908, 22 und 80. Okay. Skier. Pickaxe. Mhm, die ist weg. Super. Kletterseil. Rope. Okay. Erklärt sich von selbst, Bild. Ich wollte gerade sagen, ein Wikinger. Alright, ein Indianer. Snowshoes. Achso, das waren die Snowshoes damals. Wild auf jeden Fall. Die sehen besser aus. Climbing Boots. Handmade Buffalo Leather. 25. Mhm. Okay. Da geht's hoch. Hier gibt's noch Bilder. Wollen wir uns die noch angucken? Im Hotel wahrscheinlich, ne? Schon cool irgendwie. Beunruhigend das Wetter draußen. Ja, moin. Okay. Aber hier, ne? Was ist das? Was ist das? Schade, dass manche Sachen hier ein bisschen verpixelt sind. Ich weiß leider auch gar nicht, von wann das Spiel ist, aber schon eine Ecke älter. Es ist schon eine Ecke älter und ich mache auch hier zu, bitte. Perfekt. So, we are here. Okay. Und das ist das Office. So. Ich guck nochmal hier, Storage. Kann ich öffnen. Hier. Ah, da war was. Da ging gerade irgendwas. Okay. Geh nochmal kurz hier hinten rein. Erstmal ist da noch eine Tür. Und zweitens war hier finanzielle Unterlagen. Wurden scheinbar plündert. Von irgendeinem eifrigen Kugelschreiber. Ja, hier hat noch einer versucht, irgendwie Finanzen zu managen. Die kippen. Lucky Stars. Voll. Gerade mal eine. Naja, aber ey. Achso, die sind wahrscheinlich durchgerutscht. Mhm. Brille kann ich mir nicht angucken. Okay, okay.
Ich weiß nicht, was hier wichtig ist und was nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele. Aber ich weiß, dass es, glaube ich, ein cooles Spiel ist. Ein gutes, besser gesagt. Machen wir zu. Fast die Finger eingeklemmt. Okay. Dann mache ich auch hier. Ich mache alle Türen zu. Einfach nur, um zu kontrollieren, ob die wieder einer öffnet. So. Jetzt habe ich so lange gelabert, dass ich schon wieder vergessen habe, wo ich hingehen sollte. Erstmal würde ich gern hier mich ein bisschen umgucken. Wir können die Türen nicht aufmachen. Ist auch besser bei dem Wetter draußen. So, die kann ich aber leider auch nicht zumachen. Nein, okay. Hier ist der Empfang. Ui, ganz schön viele Zimmer. Ganz schön viele Zimmer. Zwei Stockwerke mit Zimmern. 40 Zimmer insgesamt. Okay. Ist zwar groß, aber ist auch nicht so krass groß, wie ich dachte. Mir fehlen einige Bilder. Ein schöner Hirsch. Noch ein Rehchen. Och, schön. Ich will auch mal wieder irgendwie in Schnee. Hier lag letztens schon mal richtig Schnee bei uns, aber ich hätte einfach mal wieder Bock auf so einen Urlaub irgendwo in Österreich oder in der Schweiz irgendwie wack. No front an alle aus der Schweiz, aber Schweiz irgendwie zu, da ist zu wenig los. Also das ist auch geil, wenn man da Bock drauf hat, aber so Österreich ist irgendwie, mag ich irgendwie mehr. Ich weiß auch nicht warum. So, ich weiß nicht, ob wir hier hoch sollten. Ich habe vergessen, was wir machen sollen. Kann ich es nochmal nachgucken? Kann ich eventuell mal kurz, die sind wahrscheinlich auch alle tot, ne? Haben unsere Rechnung nicht bezahlt. Wobei, die sind ja kostenpflichtig. Long distance, 4 Minuten, 1 Dollar. Das waren noch Zeiten. Als wir früher immer in Österreich im Urlaub waren, mussten wir auch immer von dem Berg, wo wir oben eine Wohnung hatten, runterlaufen zu einer Telefonzelle, um hier zu Hause bei meinen Großeltern anzurufen. Dann hatte man so eine Telefonkarte, wenn man das oft gemacht hat. Die hat man dann immer so durchgezogen wie eine Kreditkarte. Dann sind die Minuten abgerechnet worden. Das waren noch Zeiten, du. Hier geht's auch nicht durch. Ich kann die Map öffnen. Checkliste. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Okay, Master Suite ist dann wahrscheinlich aber auf dem First Floor, oder? Master Suite, yep. Alright. So, wie kann ich jetzt... Wie kann ich die jetzt weglegen? Eben habe ich einfach auf Escape gedrückt, aber das war ja nicht... Ich habe auf Escape gedrückt und dann nochmal auf Escape, dann war sie weg. Aber es gibt bestimmt auch noch irgendeine Taste dafür. So, das heißt, wir gehen mal kurz hoch. Ich wollte wenigstens hier nochmal schnell rein. Kann ich nicht klingeln. Oh, es knackst hier überall so ein bisschen. Okay. Bei Zimmer 217. Vielleicht ist sie da... Ah ne, sie ist ja von der Klippe gesprungen. Die Affäre unseres Vaters. Rezeption. So, sorry, ich trödel ein bisschen rum, aber ich muss auch erstmal mich hier einleben kurz. Hier ist noch ein Werkzeugkoffer. Kann ich mir auch angucken, aber nicht öffnen. Welcome to the beginning of your adventure. Okay. Ich gehe mal hoch. Gehe mal zur Master Suite. Ach, irgendwie hat das aber schon was. Ja, das ist halt das Problem. Schimmel ist halt immer das Problem. So, wir müssen noch weiter hoch. Boah, hier sieht es aber noch gut aus. Überall brennt das Licht. Und das, obwohl wir doch zahlungsunfähig sind. Schon vor Jahren wahrscheinlich gewesen. So, zur Master Suite geht's hier lang. Ich schätze mal, ich muss hier noch weiter. Master Suite da lang. Warum hat der Pfeil denn dann nach rechts gezeigt? Boah, das ist irgendwie ein bisschen creepy. Ich glaube, die Master Suite hat auch schon bessere Tage gesehen. Wieder eine Brille. Erstmal darf ich mir die angucken, okay. Montana. Naturalist Service. Place you may enjoy. Visit our great park. National Park. Stimmt, der ist ja hier wohl in der Nähe. Oder vielleicht ist das... Der Hotel wird jetzt nicht im National Park sein. Auf jeden Fall in der Nähe. Okay.
Jetzt sind wir weiter oben. Die Bäume direkt vor der Tür. Na, wenn es hier natürlich kalt ist und nass und keiner mehr heizen kann, dann kommt natürlich der Schimmel. So viele Bücher. Okay, also ja, es ist halt natürlich riesengroß. Auch die Schränke, was, wofür so viele Schränke? Sogar eine kleine Küche. Ist aber süß. Kann ich aufmachen? Kalkulation. Ja, besser schnell weglegen. Scheinbar hat der Vater hier selber irgendwie noch ein bisschen gelebt. Kann das sein? Interpretiere ich das richtig? So, my room, my rules. Ein Kinderzimmer. War das unser... Haben wir hier drin gewohnt?